Bounce. Herzlich willkommen zu einem neuen Endergames-Video hier auf gommadi.net. Und ja, endlich mal wieder Endergames. Wir haben sehr lange kein Endergames mehr gespielt. Liegt halt daran, dass ich einfach in keine Runden reinkomme. Weil ich ja kein Premium bin. Okay, gucken wir mal. Ah, das geht. Ja, weil ich kein Premium bin, komme ich so selten in Runden, werde immer kurz am Ende rausgekickt. Deswegen kommt sehr selten Endergames und ich hoffe, ich schaffe die Runde jetzt auch zu gewinnen. Oder eine gute Runde hinzulegen. Ja, weil nochmal versuche ich nicht. Ich habe es jetzt relativ oft versucht. Aber ich komme eigentlich nie rein. Okay, nehmen wir mal schnell alles mit, obwohl wir TNT eh nicht brauchen können. Seht ihr keinen Bomber oder so? Natürlich können wir Fallen mit TNT bauen, aber lohnen, weiß nicht, ob das sich so lohnt halt. Okay, holen wir uns noch ein bisschen Holz. Können wir uns auch gleich eine Waffe craften. Ich denke mir, werden auch gleich irgendwo Kisten sein. Ja, wir spielen, was ich vergessen habe zu sagen, mit dem Techniker-Kit mal wieder. Liegt halt daran, ich wollte jetzt nicht mit einem schlechten Kit spielen, sondern eher mit einem guten Kit, zwar nicht mit so guten wie Zielsucher, weil der einfach mal zu OP ist. Ja, deswegen spielen wir heute einfach mal mit dem Techniker-Kit. Mal gucken, wie die Runde wird, ich denke mal, ich hoffe jedenfalls, es wird gut. So, dann craften wir uns ein Holzschwert, was anderes können wir uns nicht craften. Dann noch ein Goldhelm und fertig. Werkbank mitnehmen und Angriff. Ja, wenn wir sofort einen killen, kriegen wir erstmal ein bisschen gute Rüstung. Was dann auch ganz praktisch ist. Okay, was ist das? Gegen den Barbaren. Da unten. Ja, was machen wir da am besten? Ist jetzt die Frage. Okay, wir nehmen mal am besten einen klitzekleinen Wassereimer. Und gehen dahin. Frage ist, sieht der mich? Nee, ich glaube nicht. Oh, da hinten ist noch jemand. Oh, da ist ein Barbar. Ja, Leute, was machen wir jetzt am besten? Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, ist der Barbar da runtergegangen? Da unten ist auf jeden Fall jemand. Ich werde es riskieren. Ich werde es riskieren und runtergehen. Wahrscheinlich werde ich dabei sterben. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Oh ja, der Barbar ist da. Ich habe jetzt keinen Vorteil gegen den Barbaren, muss man ehrlich dazu sagen. Außerdem ist ja Low Ground unter mir. Deshalb ich ihn nicht angreifen. Ah, ich weiß nicht. Jetzt wurde ich getauscht, zu lange gewartet. Okay, was ist da hinten für ein Spieler? Da. Ja, jetzt werde ich jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Er hat ein Eisenschwert. Ja, ich bin tot. Jesus. Alter. Was für ein Glück. Wir müssen schnell essen und flüchten. Bitte nicht abgestoppt werden. Ja, oh. Keine Ahnung, wie wir den so in die Combo bekommen konnten mit unseren nicht guten Pingen. Oh, nice. Alter, jetzt bin ich fröhlich. Oh, das haben wir gut geschafft. Ich dachte schon, ich sterbe wieder, weil ich bin eben schon 2 Runden oder so, habe ich probiert aufzunehmen. Ja, und das erste brauche ich so lange, bis ich in eine Runde komme, wie gesagt. Und dann stirbt man. Das ist immer ein bisschen schade, muss man sagen. Okay, wir haben gute Sachen. Feuerzeug, TNT. Ich will jetzt erstmal regenerieren in Ruhe. Wir müssen jetzt nichts Risikoreiches wagen. Ja, vielleicht noch ein paar Truhen looten. Wir können ja schon mal in die Nähe des nächsten Spielers ein bisschen hingehen. Okay, wir sind hier. Hier ist wahrscheinlich noch ein anderer Spieler. Nee, doch nicht. Keiner in der Nähe. Naja, hier könnten wir ein bisschen Eisen abbauen, aber kein Bock, das noch zu braten. Okay, komm heute noch aus der Höhle raus hier. Leute. Okay, dann gehen wir jetzt hier raus. Nächster Spieler kommt nicht näher. Nicht wirklich, ist noch auf guter Entfernung. Wir haben jetzt aber auch genug Leben, um... Mann, was soll denn das Wasser? Wieso fließt du so komisch hier? Wir haben jetzt auch genug Leben, um zu kämpfen, muss man sagen. Zack, zack, jetzt können wir... Oh, da ist noch eine Kiste genau vor uns gespawnt. Nee, doch nicht. Blind. Okay, wir gehen jetzt hier lang. Ist da ein Speedblock? Nein. So, wir gehen jetzt in den Kampf. Da wir als Techniker... Och, es leben so wenig, das ist jetzt hart. Wenn wir noch 2 Leute killen würden, hätten wir richtig starke Sachen. Ein Kill wäre auch schon gut. Okay, nächster Spieler, 40 Blöcke. Gut, Kampf. Haben wir fort. Ja, wir könnten ihn anzünden. Okay, gut. Den holen wir uns jetzt schnell. Oh, ich hätte das TNT unter mich setzen können. Hä, was macht der denn? Baut der eine Falle? Nee, ist tot. Hat der nicht mal ein Schwert oder warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Ach, das ist hier weg. Komisch, das ist jetzt neu. Das ist wirklich neu, was eben hier war. Weil sonst wird es immer zum Dierschwert und jetzt habe ich das Eisenschwert immer noch. Alter, hatte der viel Trankzeug. Ich höre jemanden. Doch nicht? Okay. Heiltränke würde ich noch gerne mitnehmen. Ja. Kann man immer gebrauchen. Okay, jetzt weg mit dem Müll. Da haben wir die Heiltränke, Alter. Was bin ich? Was mache ich? Ich muss schnell raus, Alter. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, Leute. Da wird auf einmal so starkes Zeug. Komm, aber so schnell kann sich alles ändern. Okay, nächster Spieler relativ weit weg. Ja, dann sortieren wir mal ein paar Sachen aus. Ja. Und craften uns auch nochmal was schnell. Das ist echt Glück, muss man sagen. Dass wir dem noch... Der hatte so viel Zeug beides einfach mal. Unglaublich, warum der so viel Zeug hatte. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter in den Kampf. Die Leute wollen anscheinend auch nicht kämpfen, sie kommen nicht zu mir. Und wie ihr seht, noch ein Kill und unsere Rüstung ist richtig OP. Okay, Essen haben wir auch. Ja, wir haben eigentlich... Die Runde läuft ganz gut, muss ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren. Okay, 80 Blöcke bis zum Kampf. Mal gucken. 60 da oben. Von da oben müssen wir ihn sehen gleich. Wir haben auch genug Pfeile und so. Also uns mangelt es eigentlich an nichts, muss man sagen. Tränke haben wir auch. Sogar 4 Heilungstränke, was ziemlich OP ist. Ach, da unten. Okay, er hat nicht stärkere Sachen als wir. Wir sind stärker ausgerüstet. Es war jetzt vielleicht ein bisschen dumm von mir, dass ich Dingsens hier nicht Speed genommen habe. Nächster Spieler kommt sofort da hinten. Okay, Leute. Vielleicht noch den Goldapfel, einen Goldapfel vorher essen. Ich lasse die Sachen auch ungern nur da liegen. Aber jetzt, bevor ein anderer sie kommt, zünde ich sie doch mal lieber an, auch wenn der Dia drin war. Egal. Nicht, dass ein anderer die bekommt. Okay, er hat nicht starke Sachen. Da gehen wir rauf, Leute. Keine Gnade, würde ich sagen. Okay, wir nehmen Speed. Das können wir Gott sei Dank als Techniker. Das geht ja als Zielsucher zum Beispiel nicht. Ja, komm. Komm, Leute. Oh, nicht Vergiftung. Nein, und ich gucke mein Inventar, weil ich behindert bin. Ja. Wir leben. Der Spieler kommt gleich. Habe ich noch irgendwas zum Heilen? Nein. Nein. Junge, geh weg. Oh, ich dachte schon, die Enderpelle fliegt nicht. Leute, was machen wir nun? Was machen wir? Alter, geh weg, bitte, bitte nicht. Oh, gut, 90 Blöcke. Alter, war das knapp. Puh, erstmal durchatmen, Leute. Knappe Sache. Alter. Okay, er hat sich ein bisschen... Ah, wir haben genug Werkbänke. Craften wir uns einen neuen Goldapfel. Denn wir haben echt wenig Leben. Knapp, 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 muss man dazu sagen. Ich dachte schon, es wäre ein Speedblock. Alter, wir haben auch echt Glück gehabt. Kein Level, schade. Aber wir haben ja was verzaubertes Zeug. So, jetzt gehen wir in den Kampf. Wer weiß, was der Legcrafter HD hat. Ich glaube, den Namen kenne ich sogar. Weiß ich aber nicht. Ja, davor der Typ mit dem Vergiftungstrank. Gott sei Dank hatten wir die Heiltränke. Ohne die Heiltränke wären wir gestorben. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass er dann sofort angreift. Deswegen bin ich ja zurück, wollte mich heilen in Ruhe. Und hätte gar nicht damit gerechnet, dass er auf einmal wiederkommt. Aber ja, er war auf jeden Fall ein guter Spieler. Auch wenn er jetzt verloren hat, schlussendlich dann. So, wo ist der Gegner? 5 Blöcke. Na. Okay, du da. Was werfe ich denn diese Scheiße? Ich wollte den Vergiftungstrank werfen. Ach, er hat eine Enderpelle geworfen. So, da haben wir keinen Vergiftungstrank mehr, muss man sagen. Oh, Junge, was machst du denn? Warum flüchtest du denn jetzt? Na gut, ich bin auch geflüchtet, aber ich hatte ein... Das war ja auch wohl verdient. Also begründet, weil ich hatte so wenig Leben. So, da oben. Ja, der Endkampf zieht sich jetzt noch ein bisschen hin. Es tut mir leid, Leute. Oh, er hat auch gute Sachen. Die Frage ist halt, wie viel Skill hat der? Speedblock. Jetzt dürfen wir ihn einholen. Leute, Leute, nächsten Speedblock. Okay, wo ist er? Wo ist er? Wir müssten ihn doch theoretisch einholen. Ah, da vorne. Gut, dessen Sichtweite. Die Frage ist, wie viel Enderperlen hat er noch?
Oh, er wirft wieder eine Enderperle. Na. Ja, normalerweise schreibe ich da weicher, aber ich weiß nicht, was das für eine Taktik sein soll, kapiere ich im Ernst immer noch nicht. Warum kämpft er denn nicht? Immer diese Noobs, Alter. Was war darin denn GG? Naja. Ich verstehe die Leute nicht, die sich mit Enderpen umbringen, aber das soll es wohl gewesen sein mit diesem heutigen Video. Pech. Und ja, lasst eine Bewertung da, ob mehr Endergames kommen soll. Ich werde es dann versuchen und ja, da würde ich sagen, ciao, ciao und bis zum nächsten Video.